Ein herzliches Willkommen an alle Bewerberinnen und Bewerber um einen Studienplatz für Humanmedizin an der Johannes-Kepler-Universität. Mein Name ist Meinhard Lukas, ich bin Rektor dieser Universität. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich um einen Studienplatz an der Medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität beworben haben. Wir glauben, dass wir ein sehr innovatives und zugleich praxisorientiertes Angebot für Sie haben. Wie jedes Jahr gibt es einen großen Andrang um die Medizinstudienplätze. Österreichweit bewerben sich 17.599 Personen um 1.740 Studienplätze. In Linz bewerben sich 1.832 Personen für erstmals 240 Plätze. Der Andrang ist also groß wie jedes Jahr und doch ist heuer durch die Corona-Pandemie vieles anders. Der Test kann nicht wie geplant am 3. Juli stattfinden. Vielmehr wird der Test voraussichtlich entweder am 14. August oder an einem Tag zwischen 28. September und 7. Oktober stattfinden. Für den Test gelten strenge Hygienevorschriften, die ein detailliertes Logistikkonzept voraussetzen. Und im Falle einer zweiten Pandemiewelle, die einen Test unmöglich macht, ist allenfalls nochmals alles anders. So viel Ungewissheit ist für Sie gewiss eine sehr unangenehme Situation. Daher wollen wir mit Ihnen heute ins Gespräch kommen, um zumindest jene Fragen zu beantworten, wo wir schon jetzt einigermaßen Klarheit haben. Dafür haben wir eine hochkarätige Runde zusammengestellt. Ich begrüße den Vizerektor für Lehre und Studierende, Professor Stefan Koch. Schönen guten Nachmittag. Und den Studiendekan der Medizinischen Fakultät, Professor Franz Fellner, der zugleich der Vorstand der Klinik für Radiologie ist. Sie können ab sofort, liebe Bewerberinnen und Bewerber, Fragen über die Chat-Funktion im Zoom stellen. Wir sammeln schon jetzt die Fragen und beantworten sie dann im Anschluss an unsere Eröffnungsstatements. Auf eine Sache will ich noch selbst eingehen, nämlich den voraussichtlichen Termin für den Test. Wie gesagt, nach der jetzigen Ankündigung unseres Wissenschaftsministers Professor Fassmann wird der Test entweder am 14. August oder an einem Tag zwischen 28. September und 7. Oktober stattfinden. Allerdings, alle medizinischen Universitäten und auch die Johannes-Kepler-Universität, also unsere Universität, haben sich klar für den 14. August ausgesprochen. Das hat zwei Gründe. Einerseits glauben wir, dass es wichtig ist für alle, die den Test leider nicht schaffen, dass es eine Planungssicherheit für das nächste Studienjahr gibt, damit man entsprechend disponieren kann. Und zweitens, je später der Test stattfindet, desto später kommen jene Kolleginnen und Kollegen, die den Test schaffen, in das Studienjahr. Und auch da ist es sinnvoll, rechtzeitig zu wissen, wer hat den Test geschafft. Darüber wollen wir heute mit Ihnen reden. Wir haben uns dafür etwa eine Stunde vorgenommen. Und ich will eines gleich vorweg klarstellen, worum es heute nicht geht, ist, über Tipps und Tricks zu sprechen, wie man den Test am besten schafft. Dafür gibt es andere Formate. Uns ist wichtig, möglichst Transparenz mit Ihnen zu diskutieren, wie heuer dieser Test und wann heuer dieser Test ablaufen will. Umgekehrt ein bisschen einen Einblick in die medizinische Fakultät der Johannes-Kepler-Universität wollen wir Ihnen schon geben und ich darf den Studiendekan dieser Fakultät, Professor Franz Fellner, bitten, vielleicht in ein paar Worten zu erklären, was das Besondere am Studium der Humanmedizin an der medizinischen Fakultät in Linz ist. Bitte, Herr Professor. Vielen Dank, Herr Rektor, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn Sie hier in Linz studieren, dann werden Sie feststellen, dass hier ein sehr modernes Curriculum umgesetzt wird. Es ist modular, programmbezogen aufgebaut. Was heißt das? Das heißt, dass man nicht nach Fächern das Studium durchgeht, sondern nach Organen, Organensystemen, zum Beispiel Herzkreislauf, Atmung, Muskelskelettsystem, Lunge und so weiter. Und wenn Sie jetzt so ein Modul haben, nehmen wir zum Beispiel Bewegungsapparat, dann referieren dort die entsprechenden Lehrenden aus den Fachabteilungen. Die Orthopäden, die Unfallchirurgen, die
Radiologen, Physikalisten. Und das ist natürlich organisatorisch ein großer Aufwand. Deswegen haben wir hier auch ein sehr gutes Zentrum für medizinische Lehre, eine hervorragende Unterstützung vom Vizerektor Koch mit seinem Team, weil das natürlich sehr aufwendig ist, aber sehr im Sinn der Sache. Und was Sie noch merken, wenn Sie hier studieren, sehr schnell, dass die Lehrenden sehr motiviert sind. Und damit entsteht auch eine eigene Atmosphäre, eine sehr angenehme. Also sagen wir, anonym ist das Gegenteil davon. Da entsteht eine sehr persönliche Lehre, die beide Seiten an sich sehr schätzen. Und wichtig ist uns nach wie vor ganz besonders, dass dieses Studium praxisorientiert ist. Das merken Sie schon in den ersten Semestern im Skills Lab, wo Sie Phantome haben, wo man Untersuchungen üben kann, wo man Blutabnehmen übt, wo man Benflonslegen übt. Das zieht sich dann auch über den weiteren Verlauf des Studiums hin, diese praxisorientierte. Wir beschäftigen Schauspieler, die Patienten simulieren, sodass man üben kann, mit Patienten umzugehen, bevor man dann wirklich zu den Patienten geht. Normale Anamnesegespräche, schwierige Patientengespräche. Dann ist es natürlich auch interessant, weitere innovative Dinge umzusetzen. Wahrscheinlich ist es für Sie interessant zu sehen im weiteren Studienverlauf, wie ist es eigentlich mikroskopgestützt zu operieren? Wie geht man mit mikrochirurgischen Instrumenten um? Oder wie fühlt es sich an, ein Hirnaneurysma zu operieren? Da gibt es tolle Simulationsgeräte. Letzteres wurde auch hier in Linz entwickelt. Und diese Dinge werden hier eingesetzt. Dass wir hier sehr viele innovative Dinge haben, heißt aber nicht, dass wir sie nicht irgendwie ganzheitlich auch ausbilden wollen und sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel durch Lehrveranstaltungen über soziale Aspekte in der Medizin, gesellschaftliche, ethische, ökonomische. Das sind Dinge, wo Sie dann sehr froh sind im Berufsleben, wenn Sie schon in Studienzeiten damit sich auseinandersetzen können. Was, glaube ich, noch sehr wichtig ist, wenn Sie so studieren, dann werden manche von Ihnen vielleicht jetzt schon wissen, was Sie später einmal für ein Fach ergreifen wollen, manche aber noch nicht. Und so, dazu gibt es die Formulaturen, aber auch, das ist ein Vorteil der Bachelorarbeit, dass man schon sehr früh sich jetzt beschäftigen muss, was interessiert einen, später dann die Masterarbeit. Und wer daran denkt, in Zukunft nicht nur rein praktisch ärztlich tätig zu sein, sondern auch wissenschaftlich tätig zu sein, gibt es bereits im Studium diesbezüglich Lehrveranstaltungen zu diesem Thema wissenschaftliches Arbeiten mit den entsprechenden Inhalten. Und wer dann merkt, dass Wissenschaft Entschuldigung, so wirklich das Seine ist, für den gibt es die Möglichkeit, nach dem Studium noch ein Doktoratsstudium anzuschließen und dann die Möglichkeit haben, zu habilitieren, PhD-Studium hier zu machen und damit entsprechend in die wissenschaftlichen Richtungen zu gehen. Nun, was ich schon erwähnt habe, es sind sehr viele innovative Aspekte und mit einem möchte ich jetzt abschließen, der virtuellen Anatomie. Da können Sie sich jetzt, wenn ich darüber rede, nicht sehr viel vorstellen. Aber stellen Sie sich einfach nur vor, Sie sitzen in einem großen Saal mit einer riesigen Projektionsfläche und haben eine 3D-Shutterbrille auf. Und da machen wir zusammen Anatomie dreidimensional stereoskopisch zum Greifen nah. Das ist etwas, was es weltweit in dieser Form noch nicht gibt, weil die Voraussetzungen dafür auch selten verfügbar sind noch auf diesem Planeten. Da haben wir diesen Deep Space im Mars Elektronika Center, der diese Technik ermöglicht, aber das wird dann 2021 schon anders sein, weil es wird jetzt ein schöner medizinischer Campus errichtet, der JKU, und zwar direkt am Gelände der Uniklinik. Wir haben hier eine sehr große Uniklinik mit 1800 Betten und genau dort entsteht dieser Campus und dort finden wir auch so einen Raum dann, den JKU Medspace. Den können wir nutzen, nicht nur für die virtuelle Anatomie, sondern viele andere Dinge. Operationsvideos in 3D anzusehen und die Kabel sind schon gelegt, Live-Operationen zu übertragen und ganz andere Dinge. Nun, um die Zeit nicht zu überschreiten, wollte ich einen kurzen Einblick geben, was hier so möglich ist. Natürlich gibt es noch andere Dinge auch und damit darf ich weitergeben. Danke sehr. Vielen, vielen Dank, Professor Franz Fellner. Damit kommen wir
zum Vizerektor für Lehre und Studierende. Er ist in diesen Tagen der große Troubleshooter der Johannes-Kepler-Universität. Stefan, es gibt bereits einige Fragen, die uns vor diesem Livestream erreicht haben. Vielleicht starten wir mit diesen Fragen und mein Blick in den Live-Chat zeigt mir, dass es auch da eine Reihe von Fragen gibt. Ich würde sagen, legen wir einfach los bei den Dingen, die sich schon vor dem Livestream angesammelt hat. Ja, vielen herzlichen Dank. Es freut mich auch, so viele Bewerber und Bewerberinnen sowohl hier jetzt im Chat zu haben und im Zoom, aber natürlich auch für unsere Plätze der Humanmedizin zu sehen. Ich möchte vielleicht mit einer generellen Nachricht beginnen und das ist vielleicht eine ganz, ganz wichtige, nämlich, dass sich am Test selbst nichts ändert. Das heißt, der Test, seine Bestandteile, die Auswertung, die Zuordnung von Studienwerbern nach Linz und Graz, die Kontingente zwischen Studierenden, die ein österreichisches Maturzeugnis haben aus dem EU-Ausland. Das heißt, all diese Dinge bleiben völlig konstant. Das heißt, hier gibt es keine Sorge und keine Bestrebungen, an diesen ganz, ganz wichtigen Parametern etwas zu ändern. Was sich ändert, ist der Termin. Das wurde auch schon besprochen. Und was sich sicherlich ein wenig ändern wird, ist der Ablauf des Testtages. Das heißt, wir werden natürlich, und das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, die Gesundheit der Studienwerberinnen und Studienwerber sowie natürlich auch der Mitarbeiter ganz, ganz hoch priorisieren. Das bedeutet Dinge wie Lüftungskonzepte, das bedeutet Dinge wie, dass wir wahrscheinlich anders mit einer Garderobe umgehen werden, damit es nicht dort zu Stauungen und eventuell Infektionen kommt. Das heißt, hier wird es ein ganz, ganz detailliertes und sicheres Konzept geben, wie wir diesen Testtag entsprechend abwickeln können. Ich möchte jetzt zu ein paar Punkten kommen, die wir schon vorab in meinem Team als Fragen bekommen haben. Und dann möchte ich versuchen, die Fragen, die wir im Zoom darüber hinaus jetzt schon sehen, einigermaßen zu beantworten. Eine der ganz großen Fragen, die wir bekommen haben und die ich jetzt auch zum Teil gesehen habe, ist sicherlich die Einreise. Das heißt, es gibt momentan relativ klare Verordnungen über die Einreise nach Österreich. Und die sind natürlich gültig und an diese müssen wir uns halten. Diese sind jedoch jeweils bis 31. Mai in Kraft. Wir haben das noch extra durch unsere Rechtsabteilung entsprechend prüfen lassen. Das heißt, was danach in Kraft ist, können wir natürlich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Aber nach der momentanen Rechtslage müssen Personen, die aus Nachbarstaaten nach Österreich einreisen wollen, ein ärztliches Zeugnis, einen molekularbiologischen Test, der nicht älter als 4 Tage sein darf, entsprechend vorweisen, welcher Nachweis, dass man momentan nicht an Covid-19 erkrankt ist. Wie gesagt, diese Rechtslage kann sich ändern, aber das ist die momentane Rechtslage. Hinsichtlich anderer Länder besteht in Österreich derzeit keine Landeerlaubnis für Flüge, beispielsweise aus Großbritannien, Russland und einigen anderen Ländern. Über den Luftweg einreisen dürfen momentan im Endeffekt nur österreichische Staatsbürger, EU-EWR-Bürger, Schweizer Staatsangehörige sowie mit deren im gemeinsamen Haushalt lebende Familienangehörige beziehungsweise Fremde mit einem entsprechenden Visum. Sonstigen Drittstaatsangehörigen ist die Einreise nach Österreich von außerhalb des Schengen-Raums auf dem Luftweg momentan untersagt. Die trotzdem Einreisenden, das heißt die unter die Folgengruppen fallen, müssen aber eine 14-tägige selbstüberwachte Heimquarantäne antreten, außer sie können wiederum einen molekularbiologischen Test negatives Ergebnisses auf Covid-19 entsprechend vorweisen. Es gibt, haben wir jetzt gehört, am Flughafen Wien auch inzwischen ein Angebot, einen solchen Schnelltest, der, glaube ich, innerhalb von 3 Stunden ein Ergebnis liefert, vorzunehmen. Ein weiterer Punkt, den wir bereits zwischen den Universitäten, also nicht nur den medizinischen, sondern allen Universitäten besprochen haben, ist, dass inzwischen für eine Einreise oftmals ein sogenannter triftiger Grund verlangt wird. Und wir sind an der Arbeit, hier als Universitäten gemeinsam ein entsprechendes Schreiben vorzubereiten, das entsprechenden Studienwerberinnen und Studienwerbern dann zugestellt werden kann und das als Nachweis eines triftigen Grundes für die Einreise dann auch verwendet werden kann. Dieses Formular würde auch von den Universitäten gemeinsam mit dem österreichischen Innenministerium abgestimmt werden, sodass dieses Formular auch entsprechend an den Grenzübergängen bekannt sein sollte und auch entsprechend zu einer Einreise ermächtigen sollte, gegeben natürlich die anderen gesundheitlichen Voraussetzungen. Es haben uns einige Fragen erreicht zu Zivil- und Milizdienst. Zu Zivil- und Milizdienst,
den manche Leute entsprechend antreten und hier natürlich ganz, ganz wichtige Arbeit auch für die österreichische Bevölkerung leisten. Ist Folgendes zu sagen, auch hier hat wiederum unsere Rechtsabteilung sich mit den entsprechenden Regelungen vertraut gemacht. Zivildienstleistende haben grundsätzlich Anspruch auf Dienstfreistellung für 12 Arbeitstage, die mit der jeweiligen Einrichtung natürlich abzuklären ist, bei der der Zivildienst abgeleistet wird. Bei einem verlängerten Zivildienst, das heißt einem sogenannten außerordentlichen Zivildienst im Anschluss an einen ordentlichen Zivildienst, hat der Zivildiener weiters Anspruch auf zusätzliche Dienstfreistellung im Ausmaß von einem Arbeitstag pro Monat. Und dazu gibt es auch noch die außerordentliche Dienstfreistellung in dringenden Fällen aus persönlichen Gründen. Das bedeutet, dass jedenfalls für den Testtermin, der ja wie momentan in Diskussion ist, vorrangig und auch von uns präferiert, der 14.8. sein sollte, hier jedenfalls eine Freistellung natürlich in Absprache mit der jeweiligen Einrichtung möglich sein sollte, sodass einer Teilnahme diesbezüglich hoffentlich nichts im Wege steht. Es ist öfters die Frage nach einer Rückerstattung der Testgebühr schon aufgetreten. Die momentane rechtliche Grundlage sieht dies nicht vor. Wir können das aber dann im schlimmsten Fall noch einmal überdenken, ob wir eine andere rechtliche Grundlage schaffen können, beziehungsweise ob man hier Einzelfalllösungen anstreben kann. Es hat auch die Frage gegeben hinsichtlich eines Status als Risikopatient. Hier sind wir gerade im Überlegen, ob wir entsprechende separate Räumlichkeiten für Risikopatienten schaffen, beziehungsweise würden wir uns da an die Regelungen, an den Regelungen orientieren, die auch im Arbeitsleben gelten. Das heißt, hier gibt es jetzt vor kurzem auch die entsprechende Verordnung aus dem Sozial- und Gesundheitsministerium, die auch klarstellt, wie mit Risikopatienten entsprechend am Arbeitsplatz umzugehen ist, beziehungsweise natürlich auch, und das würde dann aber natürlich jedem in gewisser Weise obliegen, wie die Anreise zum Arbeitsplatz und in dem Fall natürlich zum Test zu erfolgen hat. Eine Frage, die auch immer wieder auftaucht. Entschuldigung, Stefan, vielleicht dann noch ein Hinweis, bitte. Alle, die sich zur Gruppe der Risikopatientinnen und Patienten zählen und so rasch als möglich auch mit einer ärztlichen Bestätigung das mitteilen, damit wir Vorsorge treffen können. Ja. Eine weitere Frage, die öfters aufgetaucht ist und die ich, glaube ich, auch im Chat gesehen habe, ist, inwiefern man einen Studienplatz aufheben kann. Das heißt, wenn man zum Testantritt einen Studienplatz bekommt, ob diese Zusage sozusagen auch für das nächste Jahr aufgehoben werden kann, beziehungsweise Gültigkeit behält, dem ist nicht so. Also das heißt, die Zusage und der Platz, den man durch seine Leistungen erreicht, ist tatsächlich nur für dieses Wintersemester gültig und muss sozusagen bei der Zulassung auch dort eingelöst werden. Es gibt auch immer die Frage, was passiert, wenn man beispielsweise einen Dienst beim Bundesheer dann antreten muss. In diesem Fall ist eine Beurlaubung möglich. Das heißt, man tritt dann sozusagen sein Studium an, würde sich dann aber für die Zeit eines entsprechenden Wehrdienstes vom Studium beurlauben lassen können, sodass man im Endeffekt seinen Wehrdienst ableisten kann, aber nichtsdestotrotz den Studienplatz hat und auch weiter besitzt. Das waren ein paar der wichtigsten Fragen, die zu uns gekommen sind. Ich würde jetzt im Chat ein wenig versuchen. Stefan, ich würde jetzt einfach Frage für Frage durchgehen und wenn wir schon was beantwortet haben, dann verweisen wir auf die Antwort. Erste Frage, was passiert, wenn kein Aufnahmetest möglich sein sollte? Stichwort zweite Pandemiewelle. Also zuerst einmal ist einer der Gründe, warum wir als Universitäten uns auch für den 14.8. aussprechen und hier eine sehr klare Präferenz haben, ist, dass sollte tatsächlich jetzt zu einer zweiten Welle kommen, aber das kann wahrscheinlich Kollege Fellner besser beurteilen als ich, dass diese wahrscheinlich eher in den Herbst passieren würde, beziehungsweise eher im Herbst problematischer sein könnte. Daher ist einmal unsere klare Präferenz und Hoffnung, dass wir den Aufnahmetest normal durchführen können. Es gibt unter den Universitäten Diskussionen, was passieren würde, wenn der Aufnahmetest dann doch trotz aller Vorkehrungen zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt werden kann. Wir haben momentan, nach momentanem Stand in unserer Verordnung für einen solchen Notfall ein Losverfahren verankert. Wir sind aber gerade in Abstimmung mit den Medizinuniversitäten und auch dem Wissenschaftsministerium, wie wir in einem solchen Notfall entsprechend eine faire Lösung finden würden. Eine weitere Verschiebung ist aber eigentlich für uns dann keine weitere Option mehr. Das heißt, wir würden dann auf eine
andere Möglichkeit entsprechend umschwenken. Also wir sind zuversichtlich, dass die Entscheidung auf den 14. August fällt und wir von der jetzt noch sehr guten Situation, was die Pandemie in Österreich betrifft, profitieren können. Wenn das Wiedererwarten nicht möglich sein sollte, gibt es neue Informationen und noch keine endgültige Entscheidung. Und die Entscheidung wird aber zwischen den medizinischen Universitäten und der Johannes-Kepler-Universität abgestimmt. Nächste Frage, wenn sich der Test verschiebt, verschiebt sich dann auch der Studienstarttermin dementsprechend? Also es sind einige Fragen, habe ich auch schon gesehen, die sich auf Termine und Studienstart beziehen. Unser klares Ziel ist, dass wir es schaffen, dass wir die Auswertung und die Zulassungsprozesse so stark kondensieren und optimieren, dass wir einen normalen Studienstart gewährleisten können. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir Ergebnisse und Auswertung des Tests jedenfalls ungefähr Anfang bis Mitte September haben sollten. Wir würden dann entsprechend die Zuteilung zu den Kontingenten, zu den Plätzen, sowie auch die Zuteilung, das habe ich auch schon als Frage gesehen, zwischen den Studienorten in unserem Fall, weil es gibt ja einen Teil der Kohorte, die in Graz beginnen und einen Teil, die in Linz beginnt, würden wir dann entsprechend auch im September vornehmen, sodass, und das ist momentan die Planung und das ist uns auch sehr wichtig, der Studienstart mit Beginn Oktober jedenfalls gewährleistet ist. Das ist unserer Meinung nach auch ganz wichtig, dass wir deshalb auf den früheren Termin kommen. Einerseits, damit das Studium ohne Verzögerung beginnen kann. Zweitens die Planungssicherheit, denn es gibt natürlich einige Dinge, die in Richtung Wohnung oder Ähnlichem zu regeln sind. Und drittens gibt es ja vielleicht Personen, die beispielsweise dann doch ein anderes Studium aufnehmen wollen. Und für diese Personen sollte auch ein Einstieg in andere Studien gewährleistet sein. Es wird für das Wintersemester grundsätzlich einmal eine verlängerte Zulassungsfrist geben. Es ist aber natürlich, selbst wenn man jetzt am Ende dieser Zulassungsfrist ist, bei anderen Studien das Problem, dass diese schon starten. Daher ist es uns ganz wichtig, dass wir es schaffen, den Prozess so zu optimieren, dass wirklich alle Studienwerberinnen und Werber möglichst früh Bescheid wissen und gegebenenfalls, wenn das ihr Wunsch oder die Notwendigkeit ist, sie in ein anderes Studium jedenfalls genauso pünktlich einsteigen können und damit nichts an wertvoller Zeit verlieren. Vielen Dank. Daher eben die Priorität unsererseits für den 14. August. Wie werden die Teilnehmer in die Räumlichkeiten aufgeteilt? Wird außer dem Design Center auch eine andere Räumlichkeit von der JQ zur Verfügung gestellt? Also wir sind gerade dabei, hier mit dem Design Center in Diskussionen einzutreten hinsichtlich Abständen, hinsichtlich Tischen und hinsichtlich der Räumlichkeiten des Design Center, die wir hier verwenden. Wir werden eventuell mehr Räumlichkeiten des Design Center verwenden, als wir bisher verwendet haben. Und es gibt die Möglichkeit, dass wir als sozusagen Ausweichquartier oder als zweiten Standort die Johannes-Kepler-Universität verwenden. Wir haben bereits jetzt für ein paar erste physische Prüfungen, die wir beginnen nächster Woche hier am Campus abhalten werden, unser Unicenter-Gebäude, wo sich auch die Mensa befindet, unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen, das heißt 2 bis 2,5 Meter Abstand zwischen Tischen, bereits adaptiert und können in diesem Gebäude momentan knapp über 300 Personen unter besten Bedingungen entsprechend versorgen. Das heißt, je nachdem, wie sich die Ausmessergebnisse des Design Center im Endeffekt dann gestalten, würden wir eventuell insbesondere am Campus der Johannes-Kepler-Universität und da vorrangig das Mensa-Gebäude als weitere Räumlichkeit heranziehen. Nächste Frage, wie sieht es für Bewerber aus, die aus Deutschland kommen können, diese dieses Jahr überhaupt daran teilnehmen, die hast du an sich beantwortet, braucht einen aktuellen PCR-Test, der einen negativen Stand zeigt, also der zeigt, dass es keine Infektion gibt. Nächste Frage, wann wird das Ergebnis bekannt gegeben, falls der Test im August stattfinden kann? Das haben wir schon ungefähr beantwortet. Das heißt, das wird geplant, ist der 7. September. 7. September. Wie ist das mit den späteren Bewerbungsgesprächen, da sich ja zeitlich alles sehr verzögert? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf welche Bewerbungsgespräche hier referenziert wird.
Wir haben an sich in unserem Aufnahmeverfahren keine Bewerbungsgespräche nach dem Test mehr. Das heißt, nach der Testung ist klar, wer einen Studienplatz angeboten bekommt und wer nicht. Sollte es sich um Bewerbungsgespräche von anderen Studienrichtungen handeln, dann, wie gesagt, durch den früheren Termin sollte es sich einigermaßen ausgehen, dass man auch in anderen Studienrichtungen sozusagen zum Zug noch kommt. Was passiert mit denjenigen, die bereits eine Reise gebucht haben und am 14. August nicht da wären? Also es wird leider Gottes durch die Struktur des Tests und durch die Abstimmung des Termins zwischen 4 Medizinunis und, wie auch schon erwähnt wurde, ca. 18.000 Bewerbern insgesamt, ist es nicht möglich, dass wir entsprechende Zweittermine, Nachtermine oder Ausweichtermine anbieten. Das wird leider nicht möglich sein. Das heißt, es wird notwendig sein, zu dem Termin am Test teilzunehmen. Wann wird endgültig entschieden, wann der Test stattfindet? Also die momentane präsentierte Verordnung des Wissenschaftsministeriums ist ein Entwurf, der jetzt in Begutachtung ist. Dieser Entwurf hat eine Begutachtungsfrist, eine sehr kurze, das heißt bis 13. Das heißt, wir rechnen damit, dass die endgültige Verordnung des Wissenschaftsministeriums wahrscheinlich nächste Woche veröffentlicht wird. Und dann würden wir als Uni Linz beziehungsweise mit den anderen Medizinunis in eine möglichst schnelle Abstimmung gehen, um diesen Termin zu fixieren. Laut dem Verordnungsentwurf hätten wir bis 15.06.2020 dafür Zeit. Wir werden aber versuchen, das möglichst schnell natürlich zu verlautbaren und den Termin zu fixieren. Da aber bereits gesagt wurde und auch öffentlich bekannt wurde, dass alle 4 beteiligten Universitäten den 14. August präferieren, können Sie eigentlich davon ausgehen, dass, sollte die Verordnung nächste Woche diesen Termin weiterhin erlauben, dass das auch der Termin aller Voraussicht nach sein wird. Hängt also von der Verordnung des Ministers ab. Wenn er uns den Spielraum gibt, dann ist es der 14. August. Ist es möglich, den Test an einem Tag eines Wochenendes zu schreiben? Ich habe Sorge, dass ich wegen Nachholklausuren meiner Universität nicht teilnehmen kann. Der 14. August ist ein Freitag. Genau, also insofern, wie gesagt, auch als Antwort zum Folgen, es ist leider aufgrund der Komplexität aller dieser Prozesse nicht möglich, dass wir unterschiedliche Testtage, Termine oder Nachholtermine anbieten. Das heißt, wenn der Testtag dann endgültig am Freitag, den 14.8. ist, dann müsste eine Teilnahme an diesem Tag erfolgen. Die nächsten Fragen sind an sich beantwortet. Ich komme aus Deutschland, muss ich davor und danach jeweils in Österreich und Deutschland in Quarantäne? Wir haben auf die Möglichkeit des PCR-Tests schon hingewiesen. Nächste Frage, guten Tag, gibt es auch einen Plan für das Studium, wenn eine zweite Welle kommt? Auch diese Frage ist beantwortet. Dafür gibt es noch keine endgültige Klarheit. Wann wird denn das Ergebnis bei dem Termin in August feststehen? Weil ja die meisten FAs schon Mitte September beginnen. Und da muss man dann ja schon fix zu oder eben abgesagt haben. Wie soll dies geregelt werden? Wie gesagt, der Termin, den wir momentan im Auge haben, zur Bekanntgabe der Ergebnisse ist der 7. September. Das heißt, wenn dieser Termin eingehalten wird und tatsächlich der Testtag am 14. August natürlich stattfindet, dann hätten wir die Ergebnisse am 7. September. Das müsste eigentlich dann, wenn Mitte September für die FHs wirklich der Termin ist und dieser Termin nicht auch eventuell auch noch verschoben wird, denn die FHs sind ja auch durch Covid-19 natürlich betroffen, würde sich das aber immer noch ausgehen, hier entsprechend notfalls zuzusagen. Dann die nächste Frage, auch die ist an sich schon beantwortet, ist eventuell eine Stornierung vom Testbeitrag dann möglich, wenn am Test nicht teilgenommen werden kann? Derzeitiger Stand der Rechtslage, dass ein Ersatz der Gebühr nicht vorgesehen ist, ob es im Einzelfall dann eine Sonderlösung gibt, wird erst entschieden. Wann wird bekannt gegeben, an welchem Tag der Test dann endgültig stattfindet, ist bereits beantwortet, soweit wir das beantworten können. Wann wird der 14.8. verbindlich als Testtermin festgelegt? Ebenfalls ist es möglich, dass bei zu weiter Verschiebung des Tests, beispielsweise durch eine zweite schwerwiegendere Pandemiewelle, dieses Studienjahr der Humanmedizin überhaupt ausgesetzt wird?
Nein. Ich sage mal ganz klar nein. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 6 oder bald sind es 8 Wochen auch im Studium der Humanmedizin gezeigt, dass wir es als Johannes Kepler-Universität sehr, sehr gut schaffen, auch unter schwierigsten Bedingungen, das heißt einem nahezu kompletten Lockdown der Universität, die Lehre trotzdem natürlich mit gewissen Abstrichen und mit Problemen in manchen praktischen Fächern, aber grundsätzlich aufrechtzuerhalten. Das heißt, selbst wenn wir, was wir natürlich alle nicht hoffen, im Herbst noch einmal in eine schlimmere Situation hineinkommen, dann würde trotzdem das Studium starten. Wir würden trotzdem auf digitalem Wege unterrichten. Wir prüfen durchgehend auf digitalem Wege, sowohl mündlich wie auch schriftlich. Das heißt, eine Aussetzung eines ganzen Studienjahres ist für uns keine Option. Wenn sich der Test in den Oktober verschieben würde und wir das Ergebnis später erfahren, kann man sich nachträglich so spät noch für ein anderes Studium anmelden, wenn der Bescheid negativ ist, sprich, wann man den Test nicht geschafft hat. Wie gesagt, eine Verschiebung in den Oktober ist eigentlich momentan nicht das Ziel, nicht der Plan und ist eigentlich nahezu auszuschließen. Es gibt aber aller Voraussicht nach eine verlängerte Zulassungsfrist für alle Studien bis, soweit mir jetzt bekannt ist, Ende November, glaube ich, bis zum 30. November. Das heißt, man kann sich bis zum 30. November dann auch noch für andere Studien zulassen lassen. Nur, wie bereits erwähnt, einer der Gründe, warum wir als Universitäten für den 14.8. plädieren, ist, dass selbst wenn Sie sich jetzt für ein anderes Studium, Artificial Intelligence oder Medical Engineering, was auch immer Interesse wecken würde, erst gegen Ende November zulassen, dann haben natürlich einige dieser Lehrveranstaltungen dort wahrscheinlich schon begonnen. Und damit ist es auch einer der Gründe, warum für uns der Termin 14.8. aus unserer Sicht eigentlich der präferierte ist. Wann wird dann bekannt, ob man nach Linz oder Graz kommt? Also unter der Annahme, man schafft den Test, wann wird das bekannt gegeben? Das werden wir gemeinsam mit dem Angebot des Platzes, das heißt mit dem Plandatum 7. September durchführen. Das heißt, sobald man erfährt, ob man einen Platz hat, erfährt man gleichzeitig, ob dieser Platz in Linz oder Graz wird. Also unter der Annahme, dass am 14. August der Test ist, wird man am 7. September nicht nur erfahren, ob der Test positiv ist, sondern auch, ob man das Studium in Linz oder Graz beginnt. Genau. Wie wahrscheinlich ist der Augusttermin bezüglich Planungssicherheit für diejenigen, die nebenbei arbeiten oder einen Ferialjob für diese Zeit zugesagt bekommen haben? Wie gesagt, unser Ziel ist der 14. August. Unser Ziel ist, den so rasch wie möglich zu fixieren, weil uns vollkommen bewusst ist, dass es für Bewerberinnen und Bewerber derzeit sehr schwierig ist, den Sommer zu planen und viele ja auch darauf angewiesen sind, etwas im Sommer dazu zu verdienen. Und auch deswegen ist uns wichtig, dass wir das so rasch als möglich fixieren können. Dann waren wir bekannt gegeben, Linz oder Graz haben wir gerade beantwortet. Wie schnell wird dann über das Testergebnis informiert? Auch das ist beantwortet. Wird die Anmeldegebühr erstattet? Ebenfalls beantwortet. Dann eine kurze Anmerkung. Tolle Fragen. Wer hat die Glaskugel? Das ist bei uns der Professor Koch. Gibt es Überlegungen zu einem alternativen Auswahlverfahren anstatt des MedAT? Also es gibt da zuerst Überlegungen. Wie gesagt, da sind wir in Abstimmung mit den anderen Universitäten, weil wir natürlich ein gemeinsames Verfahren brauchen. Wir sind, was eine reine Online-Testung betrifft, eher skeptisch, weil wir dazu ein völlig neues Verfahren aufsetzen müssten und weil natürlich auch die Zuordnbarkeit von Leistungen in einem reinen Online-Verfahren etwas schwierig ist. Wir sind deshalb momentan am Überlegen, wie Alternativverfahren aussehen könnten und stimmen das unter den beteiligten Universitäten sowie natürlich auch mit dem Wissenschaftsministerium gerade ab. Wie viel Zeit liegt voraussichtlich zwischen Bekanntgabe und Studienbeginn? Also wenn wir entsprechend am 7. September die Ergebnisse bekannt geben können, dann würde sofort mehr oder weniger die Zulassung beginnen, beziehungsweise Mitte September dann die Zulassung beginnen. Und das Ziel ist immer noch, dass wir einen normalen Studienbeginn mit Anfang Oktober haben. Wann bekommen wir Bescheid, welchen Standort wir zugeteilt sind, um den Test zu absolvieren? Das ist beantwortet, diese Frage. Weil es heißt ja, dass nicht alle im Design Center den Test schreiben können. Also erstens, alle, die sich zum Test angemeldet haben, wenn der Test am 14. August stattfindet, werden den Test schreiben können. Den Ort, Stefan, werden wir noch festlegen. Es kann sein, dass wir aus Gründen der Hygiene und der
virologischen Sicherheit auch, wie du schon gesagt hast, zusätzliche Räume haben und das wird rechtzeitig bekannt gegeben. Wenn der Test am 14. August stattfindet, wann muss man spätestens das Maturazeugnis vorweisen? Das Maturazeugnis vorweisen muss man dann bei der tatsächlichen Zulassung, das heißt im September. Das heißt, wenn man wirklich zur Zulassung mit dem zugesicherten Platz zu uns an die Johannes Kepler-Uni kommt, dann muss man das Maturazeugnis vorweisen. Das heißt, man muss es noch nicht haben, wenn man den Test schreibt. Das ist genau richtig. Falls die Prüfung im September und Oktober stattfindet, wann können wir dann später mit dem Studium anfangen? Wie gesagt, der präferierte Termin für uns wäre der 14. August. Dies würde sicherstellen, dass das Studium mehr oder weniger planmäßig mit Beginn Oktober passieren kann. Sollte es doch aus irgendeinem Grund zu einem späteren Prüfungstermin kommen, dann muss man mit ungefähr wohl ein Minimum von 6 Wochen circa zwischen Testtermin und Beginn des Studiums rechnen. Das heißt, so wie wir momentan Mitte August bis Anfang Oktober hätten für Auswertung, Zulassung, Prozesse etc., müsste man dann auch wieder ungefähr einen Zeitraum von 6 Wochen dazu rechnen. Muss das Studium direkt nach dem Test angetreten werden? Ich glaube, das hatten wir schon bei den Fragen grundsätzlich ja, außer wie gesagt, es gibt einen Beurlaubungsgrund, wie beispielsweise einen Wehrdienst oder Ähnlichem, dann kann man sich natürlich beurlauben lassen. Prüfung am 14. Wann gibt es das Testergebnis? Haben wir beantwortet. Wie ist es mit EU-Bewerbern im Hinblick auf die Einreise? Ist auch beantwortet. Ich befürchte, dass ich eine Herbstprüfung, damit ist wohl die Matura gemeint, machen muss. Wann muss man das Maturazeugnis nachweisen? Auch das ist beantwortet. Wie viele Bewerberinnen haben sich je auf Österreich, EU und Non-EU-Plätze beworben? Das weiß ich nicht. Stefan, kannst du das beantworten? Ich weiß jetzt auch nicht auswendig. Es ist aber auch schwierig zu beantworten, weil die Quoten ja keine absolut fixen sind. Also die Quoten sind ja auch definiert über eine gewisse Mindestanzahl an Prozent. Das heißt, man kann ja jetzt nicht sagen, dass wir fix so und so viel Inhaber österreichischer Maturazeugnisse, fix so und so viel EU-Ausländer bzw. Drittstaatsangehörige aufnehmen, sondern das hängt ja mal grundsätzlich mit eben gewissen Mindestkontingenten von den Testergebnissen ab. Die Frage war, ob wir wissen auf der Bewerberinnenseite, wie viele den einzelnen Kategorien zuzuordnen sind. Ungefähr wissen wir es. Ich lasse mal gerade die Daten geben. Warten Sie einen Moment. Das ist alles live, meine Damen und Herren. Und das Team vom Vizerektor für Lehre und Studierende arbeitet im Hintergrund intensiv daran, dass wir Ihnen wirklich so gut wie möglich alle Fragen beantworten können. Also wie gesagt, jetzt mal ganz grob, ohne dass wir die Daten so im Detail unverbindlich haben. Würden wir hier haben wissen ungefähr sollen. 1000 Bewerber aus Österreich, circa 800 aus der EU und aus der Nicht-EU vernachlässigbar knapp 50. Okay, dann haben wir diese Frage auch ungefähr beantwortet. Nächste Frage, wird der MEDAT in jedem Fall in der bekannten Form durchgeführt oder könnte im Falle einer erneuten Infektionswelle die Auswahl auch über die Matura-Abiturnote, wenn in Deutschland, also die aus Deutschland durchgeführt werden? Also könnte ein Auswahlkriterium die Abiturnote sein? Es ist momentan nicht ausgeschlossen, aber es ist eine nicht unproblematische Vorgehensweise, vor allem weil wir ja Matura- bzw. Abiturnoten auch zwischen Ländern entsprechend vergleichbar machen müssten und vergleichen müssten. Aber wie gesagt, ich will das jetzt noch einmal klarstellen, damit die Frage nicht in die Irre führt. Das Ziel ist, dass der Test am 14. August ist, dass er genau in der Form stattfindet, wie er in den letzten Jahren stattgefunden hat, mit dem gleichen Fragensample. Und die Frage zielt jetzt nur auf den eher unwahrscheinlichen Fall, dass der Test nicht wie geplant stattfindet, es eine zweite Welle gibt, man dieses Fragensample nicht stellen kann. Und dann ist die Frage, was ist der Alternativzuweisungsmodus? Also nur für den Fall, damit jetzt ja nicht der
Eindruck entsteht, es würde möglicherweise über das Maturazeugnis entschieden. Das wäre ganz unwahrscheinlich, dass wir in eine solche Situation kommen. Plan 14. August, Plan Test wie jedes Jahr. Genau. Frage aus YouTube, Frage über YouTube gestellt in dem Fall, wie oft darf ich den MedAT wiederholen? Man darf den MedAT beliebig oft wiederholen, man kann jedes Jahr wieder neu antreten. Die Ergebnisse aus dem Vorjahr haben dann keinerlei Einfluss, weder im positiven noch im negativen Sinne. Dann möglich, ein Wochenende für den Test zu verwenden, ist nicht möglich, weil der Test wann am 14. August stattfinden muss, vielleicht zur Erklärung für die Zuseherinnen und Zuseher, der Test muss, so wie er derzeit strukturiert ist, österreichweit zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. Das heißt, es muss zwischen drei medizinischen Universitäten und der Johannes Kepler Universität mit ihrer medizinischen Fakultät abgestimmt werden, wann dieser Test ist. Dafür braucht es allergrößte Räumlichkeiten, in Wien etwa das Messecenter, in Graz auch eine Messehalle, in Linz das Designcenter. Und solche Räumlichkeiten sind nicht beliebig verfügbar. Das heißt, wenn ein Termin abgestimmt wird, noch dazu in diesem Fall ein Ersatztermin, ist das schwierig genug. Und daher pickt der 14. August, wenn wir vom Minister dafür den Rahmen bekommen. Ich bin berufstätig und habe eine Kündigungsfrist einzuhalten. Wenn also der Studienstart zu knapp an der Verkündigung des Testergebnisses liegt, kann ich dann trotzdem 2 bis 3 Wochen zeitverzögert mein Studium beginnen, sofern ich natürlich den Test bestanden habe? Wie gesagt, wir hoffen, dass sich bei einer Verkündung der Ergebnisse mit 7. September und Studienstart Anfang Oktober das relativ gut ausgehen müsste. Ansonsten, aber ich glaube, Kollege Fellner kann was dazu sagen, sind die meisten unserer Lehrveranstaltungsleiter relativ flexibel und auch verständnisvoll. Das heißt, wenn es wirklich eine gewisse Ausnahmesituation gibt und man würde vielleicht einen Termin in der ersten Woche mit einer guten Begründung versäumen, dann wird in den meisten Fällen eine gewisse Toleranz hier möglich sein. Es ist natürlich auch so der Fall, dass manchmal Studierende wegen Krankheit oder Ähnlichem einen Termin versäumen. Insofern, solange sich das in engen Grenzen hält, ich sehe, Kollege Fellner wird gleich was dazu sagen, solange es sich in engen Grenzen hält, wird es wahrscheinlich ein gewisses Verständnis geben. Das war ein Hinweis verbunden mit einer Bitte des Vizerektors für Studierende an den Studiendekan der Medizinischen Fakultät. Professor Fellner, bitte. Ich kann den Vizerektor hier nur voll und ganz bestätigen. Wir sind hier schon gewohnt, flexibel zu sein. Natürlich gibt es immer wieder bei Pflichtveranstaltungen Ausfälle. Und wir haben uns hier ein für alle sehr praktikables Konzept von Ersatzleistungen erarbeitet. Das liegt dann im Obliegen des jeweiligen Lehrveranstaltungsleiters oder beziehungsweise Modulleiters. Und ich denke, dass wir hier dann mit diesem Konzept sehr gut das ausgleichen können, was Vizerektor Koch auf diese Frage hin geantwortet hat. Natürlich muss es sich in einem machbaren Rahmen halten, wovon wir aber ausgehen werden. Vielen Dank. Nächste Frage. Ist es möglich, im Falle einer zweiten Pandemiewelle, dass der Aufnahmetest heuer nicht standfindet oder dass gelost wird? Auch das haben wir beantwortet. Es wird eine Auswahl geben. Es wird ein Humanmedizinstudium 2021 geben. Wenn der Test wieder auf Warten ausfallen sollte, werden wir rechtzeitig bekannt geben, was das Alternativauswahlverfahren ist. Was ist mit denen, die aus dem Ausland kommen, zum Beispiel aus Deutschland, ist beantwortet, wann bekommt man dann die tatsächlichen Testtermine? Auch das haben wir beantwortet. Sagen wir bitte noch einmal, Stefan, wie aktuell der Test sein muss? Momentan ist es so, dass der Test bei der Einreise, ich schaue nochmals jetzt halber nach, nicht älter als 4 Tage sein darf. Nicht älter als 4 Tage sein muss. Das heißt, es gibt einerseits die Möglichkeit, wenn man aus Deutschland kommt, den Test in Deutschland zu machen und darauf zu achten, dass er entsprechend aktuell ist. Wer ausnahmsweise mit dem Flugzeug anreist, hätte auch noch am Flughafen Wien die Möglichkeit, direkt einen solchen Test zu machen. Dann das Problem der Unterkunft und der Planung der Anreise.
Auch da die Antwort, wenn alles planmäßig verläuft, sind die Unterkünfte wieder verfügbar, weil ja Ende Mai in Österreich die Unterkünfte nach den Planungen der Bundesregierung geöffnet werden sollen. Und was die Planungssicherheit betrifft, noch einmal der Hinweis, dass es uns ein großes Anliegen ist, so rasch wie möglich Ihnen den 14. August für Ihre Planungssicherheit bestätigen zu können. Was passiert, wenn man am Tag des Med-ATs unter Quarantäne steht? Es wird natürlich notwendig sein, dass Sie einen entsprechenden Quarantänebescheid, so Sie einen haben, befolgen. Es wird dann aber natürlich nicht möglich sein, gleichzeitig am Med-AT teilzunehmen. Was natürlich dazu führen würde, dass, da wir keinen Alternativtermin anbieten, dass Sie leider dann in dem Fall am Med-AT nicht teilnehmen können. Aber da gilt das, was auch sonst gilt: Wer krankheitsbedingt am Med-AT nicht stattfinden kann, kann ihn nicht machen. Was machen die Leute, die einen Studienplatz erhalten und zur Risikogruppe gehören? Ist es möglich, bis zur Beruhigung der Lage auch ein Online-Studium zu machen? Die Frage zielt jetzt nicht auf den Test selbst, sondern auf jene Studierende, die Teil der Risikogruppe sind. Wie können die vernünftig ein Studium machen, ohne sich durch SARS-CoV-2 zu gefährden? Also wir bieten viele Bestandteile elektronisch an, aber ein komplett digitales Studium parallel zum normalen Präsenzstudium wird voraussichtlich nicht möglich sein. Wir werden natürlich versuchen, dass wir auf solche Fälle Rücksicht nehmen. Ich glaube, Kollege Fellner wird vielleicht auch dazu etwas sagen können. Gerade in der medizinischen Fakultät besteht ja auch das Fachwissen, wie man mit solchen Fällen dann sinnvoll umgeht. Aber wie gesagt, eine Generallösung werden wir höchstwahrscheinlich nicht dazu haben. Okay. Die Frist, normalerweise bis man alle Unterlagen und Zeugnisse vorlegt, ist der 5.9. Wird diese Frist automatisch verlängert, falls die Prüfung verschoben wird? Natürlich wird es eine neue Frist geben, die dann entsprechend weiter hinten liegt. Dann, ob das Semester planmäßig beginnt, wenn der Test am 14.8. stattfindet, haben wir beantwortet. Wie lange dauert es, bis man die Ergebnisse bekommt, auch? Warum keinen Test am 3.7. mit anschließender Quarantäne für die Testteilnehmer? Viele haben bereits eine Arbeit im Sommer. Wie sollen mit den Ferialjobs umgehen? Diese Teilnehmer können sich dann nicht auf den Test vorbereiten. Könnte man nicht Studenten, die bereits diese Fächer in der Uni absolviert haben, zulassen? Also die Frage ist, warum macht man nicht den ursprünglichen Termin, den 3.7. als Testtermin? Das ist im Endeffekt bereits vom Wissenschaftsministerium ausgeschlossen worden durch den Verordnungsentwurf. Das hat zum Teil auch mit den Terminen der Matura zu tun, die ja sich auch alle entsprechend verändert haben. Dann könnte man nicht Studenten, die bereits diese Fächer in der Uni absolviert haben, zulassen? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was mit diesen Fächern gemeint ist. Also wenn jemand bereits an einem anderen Ort ein Medizinstudium begonnen hat, dann ist grundsätzlich ein Wechsel möglich, solange für das Jahr, in das eingestiegen werden soll, bei uns ein Studienplatz verfügbar ist, beziehungsweise solange natürlich die entsprechenden Leistungen anerkannt werden können. Und wie Kollege Fellner auch am Anfang ausgeführt hat, ist das Medizinstudium in Linz ein sehr spezielles, eines, das einem sehr durchdachten Konzept folgt, sodass das nicht immer bei allen anderen Studienrichtungen gewährleistet ist. Wie soll man das Studium an einem anderen Ort machen, wenn man nicht weiß, ob man zugelassen wird? Wie soll man sich eine Wohnung ohne diese Sicherheit mieten? Also ich glaube, Kollege Fellner wollte zum folgenden Punkt noch kurz was dazu sagen. Ja, ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, wie Sie gesagt haben, den man nochmal gut überlegen muss und wir da schon entsprechende Lösungen finden, wobei das Thema Quereinstieg, also zu wechseln nach Linz, jetzt ein Thema ist, was ja nichts mit dem Med-AT zu tun hat, sondern ein eigener Bereich. Und Vizerektor Koch hat schon gesagt, wie hier der Ablauf ist. Und diesbezüglich können Sie sich auch noch weitere Informationen entsprechend. Vielen Dank. Wie soll man das Studium an einem anderen Ort machen, wenn man nicht weiß, ob man zugelassen wird? Wie soll man sich eine Wohnung ohne diese Sicherheit mieten?
Wie gesagt, unser Wunsch ist vor allem deshalb, oder es ist einer der Mitgründe, warum wir als Universitäten für den 14. August plädieren, damit möglichst schnell Planungssicherheit hergestellt wird und weshalb wir auch versuchen, die Ergebnisse möglichst schnell, das heißt, wie schon erwähnt, Plandatum 7. September zur Verfügung zu stellen, sodass dann die entsprechenden Vorkehrungen von allen Studierenden getroffen werden können. Sollte es da trotzdem noch zu Problemen oder einer kurzen Verzögerung kommen, gilt natürlich Ähnliches, wie wir vorher mit einer Kündigungsfrist gerade mit Kollegen Fellner ja auch besprochen haben. Das heißt, wenn man aufgrund von Wohnungssuche dann vielleicht eine Woche später physisch vor Ort sein kann, dann gilt wiederum, dass die Lehrveranstaltungsleiter das entsprechend als begründete Abwesenheit sicherlich in Betracht ziehen werden. Wenn der Test am 14. August stattfindet, wird es dann eine Mundschutzpflicht beziehungsweise wird jeder am Testtag einen Einzelplatz haben, also Mundschutzpflicht und Einzelplatz. Mit der Bitte jetzt auch jeweils um kurze Antworten, weil wir noch viele Fragen haben und die Stunde schon fast vorbei ist. Wir werden das natürlich verlängern, damit wir alle Fragen beantworten, aber trotzdem mit der Bitte um knappe Antworten. Also da ja in der Verordnung bereits festgelegt ist, dass ein Meter Abstand ist, wird jeder einen Einzelplatz haben. Mundschutzpflicht werden wir uns dann an die zu dem Zeitpunkt gültigen Vorgaben halten. Wir gehen momentan davon aus. Wird der Test gleich lange dauern oder länger, kann es möglicherweise auch verschiedene Standorte für den Test geben. Zweiteres haben wir beantwortet und der Test wird genau gleich lange dauern wie in den vergangenen Jahren. Wäre es nicht einfacher, einfach ein Jahr die Studienplätze nach NC, weißt du, was mit der Abkürzung gemeint ist, Stefan? Numerus Clausus, da dann auch für die zukünftigen Studenten früher Plansicherheit wäre. Also der Numerus Clausus für unsere österreichischen Zuseherinnen und Zuseher ist ein Modus, wo in Deutschland noch dem Matura-Notenschnitt die Studienplätze vergeben werden. Stefan? Wir sind der festen Überzeugung, dass das momentane Testsystem das Beste und Fairste ist, um die am bestgeeigneten Studierenden auszuwählen. Und daher ist auch unsere klare Präferenz, dass wir das bisherige System des MedAT beibehalten. Dann die Frage nach einer digitalen Abhaltung des Studiums ist beantwortet. Da gibt es viele Möglichkeiten in Linz, aber kein hundertprozentiges Studium digital. Falls der Test erst im Herbst stattfindet, muss ich ja bereits andere Studiengänge Bescheid geben, ob ich dort studieren werde etc. Auch das haben wir beantwortet. Wie sieht es eigentlich mit der Zulassung aus, wenn man sich Plan B auch an ein Studium angemeldet hat, bevor man daher das Ergebnis hat? Also was ist mit Kollegen, die sich zum Test angemeldet haben und parallel zu einem anderen Studium, damit ist wohl gemeint, kein humanmedizinisches anderes Studium, sondern ein anderes? Das ist kein Problem, das ist kein Hindernisgrund. Das steht natürlich jedem frei, sich für andere Studien entsprechend anzumelden. Dann noch eine Frage. Bekommt man dann noch Informationen, welche Bescheide man genau benötigt, um in das Land einreisen zu können? Also wir werden zu dem Punkt natürlich auf unseren Webseiten auf die entsprechenden Informationen des Innen- bzw. Außenministeriums verweisen, weil natürlich von diesen Stellen die entsprechenden Verordnungen und Regelungen erlassen werden. Wir werden aber auf die verweisen, damit das für alle Studierenden oder Studienwerberinnen und Werber auch klar ist. Dann gibt es einen Vorschlag, ein paralleles Aufnahmeverfahren über den Progresstest. So macht es offenbar die Charité in Berlin. In dem nicht einzig Studienanfänger aufgenommen wurden, gibt es die Möglichkeit, dass Österreicherinnen, die an anderen Orten studieren, nach Österreich zurückkommen und ihr bereits erworbenes medizinisches Wissen einbringen. Eine Aufnahme von Medizinstudenten in fortgeschrittenen Semestern wirkt auch dem Ärztemangel entgegen. Den Progresstest machen viele mindestens jährlich und er kann daher auf einfache Weise vorgelegt werden. Ferner ist die Semestereinstufung damit sehr einfach. Da geht es also darum, dass jemand beispielsweise in Deutschland ein Studium der Humanmedizin macht und da gibt es, glaube ich, nicht zwingend, aber optional die Möglichkeit für jeden Studierenden jedes Jahr seinen Studienfortschritt auf der Kompetenzebene abtesten zu lassen. Und die Idee ist jetzt offensichtlich, einen solchen Progresstest in das österreichische Aufnahmeverfahren einfließen zu lassen. Also wie gesagt, es gibt grundsätzlich die Möglichkeit zu wechseln, nur wie gesagt, wenn in diesem Jahr oder in diesem Einstiegsniveau entsprechende
Plätze vorhanden oder frei sind. Und ansonsten muss man sich anschauen, und Kollege Fellner kann vielleicht was zu dem Progress-Test sagen, wie die Einstufung vorgenommen werden kann. Bei einem Studium im Ausland muss man eigentlich den Test machen und im Inland muss man bereits 150 ECTS in einem vergleichbaren Studium haben und natürlich auch einen entsprechenden Platz bei uns in dem Studienjahr gegeben sein. Ich glaube, es ist derzeit so, dass am MedAT nichts vorbeiführt und dass wir vielleicht hier durch diesen Progress-Test nicht etwas ermöglichen können, weil das ja wieder in Abstimmung von allen passieren muss. Da werden wir nicht eine spezielle Möglichkeit haben, die sehe ich da momentan noch nicht. Nächste Frage, vielen Dank. Solche Covid-Tests am Flughafen kosten einige, soviel ich weiß. Wird diese dann übernommen oder muss man das aus der eigenen Tasche bezahlen? Also wir haben momentan keine Rechtsgrundlage, das zu übernehmen und ich befürchte, dass man das aus eigener Tasche wird bezahlen müssen. Könnte der Test erneut verschoben werden, wenn am 14. August noch immer keine Durchführung möglich ist? Selbstverständlich, wenn es dann entsprechende Vorgaben gibt, die auf eine zweite Pandemiewelle zurückgehen, ist auch das nicht auszuschließen. Ab wann ist sicher, wenn der Test in Linz wirklich stattfindet, ist beantwortet. Wieso wurde sich gegen den 3. Juli entschieden? Wie gesagt, das ist schon im Entwurf des Ministeriums ausgeschlossen und der Hauptgrund ist meines Wissens nach sind die Matura-Termine. Was ist, wenn ich mich auf der FH oder privaten Universität bewerbe, dann muss ich den Studienbeitrag schon vor dem Test, vor dem Testergebnis bezahlen. Aber was, wenn ich dann doch den MedAT schaffe? Das ist natürlich eine Frage, die nur die jeweilige FH der Privatuniversität beantworten kann, wie die entsprechende Rückerstattungen von Studienbeiträgen handhaben. Gilt die Beurlaubung auch für Zivildiener, haben wir beantwortet. Dann, wenn die Grenzen öffnen, braucht man als Einreisender aus Deutschland trotzdem einen PCR-Test, das entscheidet das Außenministerium. Derzeitiger Stand ist eben, dass die Grenzen nicht geöffnet sind und daher ein solcher Test notwendig ist. Was wäre, wenn man am 14.8. verhindert ist, weil man sich fest auf den 3.7. eingestellt hat? Wenn man am 14.8. zu dem Test, wenn er dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt wie geplant stattfindet, nicht teilnehmen kann, dann könnte man das Studium der Humanmedizin dieses Wintersemester nicht beginnen. Kann ich meine in Deutschland erbrachten Studienleistungen anerkennen in Linz lassen, haben wir auch schon beantwortet. Bis wann bekommen wir Bescheid, dass der 14.8. der tatsächliche Prüfungstermin ist, ebenfalls beantwortet. Was passiert, wenn man zum Zeitpunkt des MedAT positiv getestet ist? Gibt es eine Möglichkeit, den MedAT trotzdem online durchzuführen oder zu einem späteren Zeitpunkt zu schreiben? Wie gesagt, eine solche Möglichkeit können wir leider nicht zur Verfügung stellen. Also es gibt weder die Möglichkeit einer parallelen Online-Testung noch eines separaten Tests zu einem späteren Zeitpunkt. Wo kann man den molekularbiologischen Test machen? Nach meinem Wissen werden diese Tests von Laboren in Österreich und Deutschland zwischenzeitlich angeboten. Und noch einmal der Hinweis, wer ausnahmsweise mit dem Flugzeug anreist, kann diesen Test am Flughafen Wien machen. Dann Frage nach einer Online-Alternative für den MedAT haben wir beantwortet. Wie erhält man seine Testergebnisse per E-Mail oder über die jeweilige Uni-Website? Das können wir beantworten, Stefan. Die erhält man über E-Mail. Wäre es keine Option für ein System wie in Deutschland für heuer einzuführen, sprich den Notendurchschnitt statt dem Test, haben wir beantwortet. Kann man sich auf einem Ort präferieren, wenn man zum Beispiel einen Freund hat, der in Linz studiert, also die Frage der Zuteilung der Plätze? Ja, die Frage der Zuteilung ist im Curriculum festgehalten. Die Zuteilung erfolgt grundsätzlich automationsunterstützt unter Bedachtnahme auf die Nähe des Wohnorts zu einem der beiden Studienstandorte, sowie auf einer bekannt gegebenen Präferenz. Das heißt, ja, man kann eine Präferenz bekannt geben. Wieso wurde der Testtag auf den 14.8. verlegt und nicht an einem Tag nach dem 31.8.?
Bitte korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich dachte, die Großveranstaltungen sind bis zum 31.08. verboten. Wie gesagt, wir haben eine klare Präferenz für den 14.08. aus den Gründen des Studienstarts, der Planbarkeit und so weiter, beziehungsweise sind manche der Termine, die danach liegen, auch wiederum wegen Matura-Nachprüfungsterminen sozusagen aus dem Rennen und nicht möglich. Dann die Frage Studiengebühren bei FHs. Wenn man dann doch den Test schafft, ist beantwortet, das ist eine Frage, die mit der jeweiligen Fachhochschule zu klären ist. Kann man sich problemlos trotz der Corona-Krise für zwei Studienrichtungen anmelden, also zum Beispiel Humanmedizin und ein zweites Studium? Ja, absolut möglich, kann man machen. Was sagen Sie zu den Forderungen der JUNOS-Studierendenvertretungen zu alternativen Aufnahmeverfahren? Muss ich jetzt zugeben, dass mir diese konkrete Forderung momentan jetzt nicht ganz geläufig ist, aber ich nehme an, es geht um die Diskussion der alternativen Aufnahmeverfahren. Wie gesagt, unsere Präferenz und wir sind aus den Erfahrungen mit dem MedAT sehr zufrieden. Wir sind der Meinung, es ist die beste Möglichkeit, die wir momentan haben. Wie gesagt, für den Fall, dass er eventuell nicht durchgeführt werden kann, sind wir in Abstimmung mit den anderen Universitäten, wie ein eventuelles Alternativverfahren aussehen könnte. Wenn man einen Studienplatz bekommen hat, könnte man zum Beispiel von Linz nach Wien oder Innsbruck wechseln? Nein, also die Studienplätze sind an den Studienort gebunden. Abgesehen davon, dass man irgendwann später im Studium, wenn dort dann in dem Jahr ein Platz frei ist, theoretisch wechseln kann. Nach welchen Kriterien wird dieses Jahr entschieden, ob man nach Linz oder Graz studiert? Also die Frage, wo das Studium beginnt. Nach denselben Kriterien wie jedes andere Jahr. Nämlich, habe ich das richtig in Erinnerung, man kann Präferenzen nennen. Präferenz, genau. Also man kann eine Präferenz nennen, da es aber sicher nicht möglich ist, alle Präferenzen zu berücksichtigen, muss dann letztlich das automatisiert entschieden werden. Dann eine Frage, die ist nicht vollständig, da steht nur, wo werden. Falls die Plätze ausgelost werden sollte, werden alle Bewerber in einen Topf geschmissen oder macht das jede Universität individuell? Wie gesagt, Präferenz, ganz klar, Durchführung des MedAT. Ein Zusammenschmeißen aller Bewerber ist aber jedenfalls in keinem Fall und in keinem Verfahren, das eventuell zur Anwendung kommen könnte, eine Möglichkeit, weil die Anmeldungen der Studierenden und Studienwerber ja jeweils für eine Universität erfolgt sind. Das heißt, egal wie ein Alternativverfahren aussehen würde, es würde von jeder Universität individuell. Also es geht immer nur um die 240 Plätze für die 1832 Personen, beziehungsweise präzise jener, also um diese 1832 Personen. Wo werden die Aufnahme stattfinden? Das hatten wir schon. Was bedeutet für einen Teilnehmer aus Deutschland ein aktueller Test auf das Virus? In welchem Zeitraum gilt dieses als aktuell für den MedAT? Haben wir beantwortet. Frage, wie das Wien und Graz, Linz und Graz entschieden wird, haben wir beantwortet. Die Frage, ob bei dieser Zuteilung Linz und Graz berücksichtigt wird, wenn man ein Kleinkind hat. Ist grundsätzlich einmal nicht in der automationsgestützten Auswertung drinnen. Also wer Gründe hat für einen Standort da oder dort, möge diese Präferenz angeben. Ich weise explizit darauf hin, weil mir aufgefallen ist in den vergangenen Jahren, dass das oft übersehen wird. Aber das ist eh schon passiert bei der Anmeldung, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also bei der Anmeldung hatten Sie ja die Möglichkeit, eine Präferenz anzugeben. Soweit wir Präferenzen berücksichtigen können, tun wir das. Da das aber nicht durchgängig möglich ist, passiert das dann automatisiert. Und da ist, dann sind dann individuelle Gründe nicht mehr im Zuweisungsautomatismus berücksichtigt. Bei einer zweiten Welle, die sich bereits früher erkenntlich zeigen würde, also anzeigen würde, würde dann auf den zweiten Termin Ende September gesetzt? Ja, ich glaube, das haben wir auch schon beantwortet. Ich denke, die Präferenz ist der 14.8. Wenn dieser Termin dann nicht möglich sein sollte, wird es ein Alternativverfahren geben.
Ist es empfehlenswert, sich bereits sicherheitshalber für ein anderes Studium Medical Engineering anzumelden, um dann dort gegebenenfalls pünktlich mit den Lehrveranstaltungen starten zu können? Also ich denke, da die Ergebnisse am 7. September verlautbart sind, könnte man auch dann noch eine Zulassung für ein anderes Studium rechtzeitig über die Bühne bekommen. Also bereits Es schadet nicht. Es ist aber nicht zwangsweise notwendig, dass man das schon vorher macht. Vielleicht an dieser Stelle auch von mir der Hinweis auf unser Studium des Medical Engineering. Das ist ein Studium an der Schnittstelle zwischen Medizin und Technik und ist insbesondere auch ein interessantes Angebot für jene, die den MedAT-Test nicht schaffen, selbst dann, wenn sie den Test wiederholen wollen, weil es in diesem Studium des Medical Engineerings auch Lehrveranstaltungen gibt, die sie gemeinsam mit den Studentinnen und Studenten der Humanmedizin absolvieren. Und wenn sie die erfolgreich abschließen, sich auch dann auf ein Medizinstudium ein Jahr später anrechnen lassen können. Vor allem weisen wir auf das Studium aber hin, weil es auch eine sehr interessante Alternative zum Humanmedizinstudium ist. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Johannes Kepler Universität zum Studium des Medical Engineering. Wie lange ist die Frist bezüglich Studienberechtigungsprüfungen und der Abgabe aller Zeugnisse? Zeugnisse hatten wir schon, Studienberechtigungsprüfung. Gilt eigentlich analog, wenn man die noch machen muss, oder? Ja, innerhalb der Zulassungsfrist, das heißt genauso wie die Vorlage der anderen Zeugnisse. Und wie gesagt, da wird der Termin natürlich von dem verlautbarten 5.9. nach hinten erstreckt, das ist klar. Heißt Beurlaubung, dass man zu einem späteren Zeitpunkt anfängt oder steigt man in das laufende Studium ein und muss den Stoff selbst nachholen oder wie funktioniert das? Also die Frage, was ist für jene, die den Test schaffen, inskribieren und dann sich aber beurlauben lassen, etwa wegen Präsenzdienst. Wie wirkt sich diese Beurlaubung aus, Stefan? Also grob gesagt, fängt man dann später an. Das heißt, man muss natürlich die ganzen Lehrveranstaltungen, Module, Fachprüfungen, die vorgesehen sind, trotzdem absolvieren. Man besucht diese dann genauso, nur eben zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, man muss das nicht im Selbststudium nachholen. Gibt es dann auch eine Möglichkeit eines partiellen Distanzstudiums oder wird es nur präsent möglich sein? Auch das haben wir beantwortet, dass es viele Online-Möglichkeiten gibt, aber eine vollständige Absolvierung des Studiums im Distance Learning nicht möglich ist. Das hängt ja auch damit zusammen, dass es eine Reihe von Praktika gibt im Rahmen des Studiums. Dann ein Kompliment, das wir gerne entgegennehmen. Danke für diese Online-Konferenz. Es ist sehr informativ und gibt Sicherheit für die Zukunft. Tolle Arbeit. Vielen Dank für dieses Feedback. Wie viel Prozent werden wahrscheinlich für eine positive Absolvierung benötigt werden? Da geht es also offenbar um die Prozent an Punkten. Das ist momentan nicht vorhersehbar, ganz offen gesagt. Das ist ein Ranking der Studierenden mit ihren Ergebnissen. Und wo dann sozusagen die Prozentwerte oder die Punktewerte des Cut-Offs bei diesen einzelnen, insbesondere Kontingenten, Inhaber österreichischer Maturazeugnisse etc. liegen, können wir einfach nicht vorhersagen. Und das ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Wie lange dauert der Test? Also man muss den ganzen Tag einplanen. Im Endeffekt sind es zwei Testteile, die jeweils knapp 3 Stunden dauern. Dann noch einmal positives Feedback. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen und die hohe Transparenz. Dann eine weitere Frage, kann ich mich auch beurlauben lassen, da ich noch meine Berufsausbildungsprüfung ablegen muss? Glaube ich jetzt nicht, dass das ein Beurlaubungsgrund ist, nein. Also ein Beurlaubungsgrund im Rahmen des Studiums. Nächste Frage, wird bei jedem Bewerber vor dem Test Fieber gemessen? Ist momentan in der Verordnung des Wissenschaftsministeriums nicht vorgesehen, nein. So, und jetzt scheitere ich fast an der Technik, weil ich aus welchen Gründen immer, mir im Moment, vielleicht geht es jetzt, der Computer das Weiterscrollen der Fragen. Also ich,
Ich glaube, ich sehe die nächste. Ich kann vielleicht kurz übernehmen. Ja, das nächste ist, was passiert, wenn EU-Bewerber nicht einreisen dürfen. Grundsätzlich gilt natürlich dasselbe, wenn jemand zum Testtag nicht erscheinen kann, sei es durch Krankheit oder Quarantäne oder ähnliche Gründe, dann ist eine Teilnahme nicht möglich. Einen negativen Covid-Test zur Teilnahme per se benötigt man nicht. Also wir werden nach momentanem Stand vorher keine sozusagen Testergebnisse für den MedAT abfragen. Es gilt natürlich die Ausnahme hinsichtlich Einreise, die wir schon diskutiert haben. Ich kann wieder übernehmen. Normalerweise wird mit 80% Teilnehmenden beim MedAT gerechnet, wird sich die Teilnehmerquote immer eher höher oder niedriger werden. Da ist jetzt die schon zitierte Glaskugel angesprochen. Das wissen wir nicht. Muss man während des Tests einen Mundschutz tragen oder nur außerhalb des Tests? Also ist auch schon beantwortet. Ist es möglich, mit Personen den Studienort zu wechseln? Also zum Beispiel, wenn ich am 7. September die Information bekomme, dass ich in Graz anfange, kann ich mit einer Person, die in Linz anfangen darf, tauschen oder ist dies zu diesem Zeitpunkt in Stein gemeißelt? Das müssen wir uns dann im Einzelfall anschauen. Aber grundsätzlich, da will ich jetzt keine falschen Hoffnungen erwecken, grundsätzlich gilt, wo man zugewiesen ist, ist auch zu studieren, weil das von der Logistik des Studiums leider nicht möglich ist, hier ständig auf individuelle Wünsche einzugehen. Bei einem Studienwechsel von Deutschland nach Österreich muss der MedAT trotzdem positiv absolviert werden, haben wir auch schon beantwortet. Wie wird entschieden, wer den Studienplatz bekommt, wenn mehrere den gleichen Punktestand im MedAT haben? Haben wir den Fall schon mal gehabt? Wir haben den Fall noch nicht gehabt, aber ich müsste nochmal in der Vorlage nachschauen, aber ich glaube, dann werden beide aufgenommen. Also ich gehe davon aus, dass wir beide aufnehmen. Ja. Vielen Dank für die Online-Konferenz und die ausführlichen Informationen. Danke für das Feedback. Sollte es keinen Test kommen, kommt es dann auch zu einem Nachreihungsverfahren vom MedAT 2019. Also die Frage, ob hier Kolleginnen und Kollegen berücksichtigt werden, die den Test letztes Jahr gemacht haben, auch das ist offen, wie bereits wiederholt betont, wenn der Test wiedererwarten, nicht durchgeführt werden sollte, wird noch zwischen den medizinischen Universitäten abgestimmt und entschieden, was das Alternativverfahren ist. Und da gibt es verschiedenste Varianten. Das wäre eine davon. Bis wann wird entschieden, ob der Test wirklich stattfinden kann oder ob ein alternatives Aufnahmeverfahren angewendet wird? Beantwortet bitte wiederholen. Ist Online-Version möglich für Studenten, die aus dem Ausland kommen, klare Antwort, nein, ist nicht möglich. Gibt es die Wohnungslage her, auch so knapp, noch eine Wohnung zu finden, falls der Test positiv ist. Über die Wohnungslage in Linz will ich jetzt nichts sagen und schon gar nicht über die in Graz. Aber ich gehe davon aus, dass man in Linz jedenfalls einen Studentenheimplatz auch noch kurzfristig bekommt. Die Ausstattung mit Studenten und Studentinnenheimen ist in Linz sehr gut. Kann es auch sein, dass bis zum 14. August die Grenzen wieder geöffnet sind und man dann ganz normal ohne irgendwelche Tests nach Österreich einreisen kann? Das kann sein, liegt nicht in unserer Entscheidungshoheit, wird vom Außenministerium entschieden. Bitte dort sich auch entsprechend zu informieren und sobald wir die Informationen haben, werden wir sie auch auf unsere Homepage stellen. Kann man Präferenzen für den Standort noch im Nachhinein erwähnen? Das geht nicht. Dafür war das Anmeldeverfahren vorgesehen. Können Studierende den erworbenen Studienplatz an einem Ort, so jetzt kämpfe ich wieder, an Ort Graz bzw. Linz untereinander tauschen, ist beantwortet, brauche ich als deutscher Teilnehmer neben einem aktuellen Test auf den Virus noch weitere Dokumente, zum Beispiel Bestätigung für Einreise für den Test. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, Stefan. Ich glaube, es wird davon abhängen, wie die Regelungen des Innenministeriums zu dem Zeitpunkt sind. Ich glaube, ich hatte schon erwähnt, wenn es dann notwendig ist, ein Dokument für einen triftigen Einreisegrund vorzuweisen, dann sind wir als Universitäten dabei, so ein Dokument zu erstellen, das wir dann auch ausfolgen könnten. Sind die Vorlesungen in deutscher Sprache gehalten? Vorlesungen werden in Deutsch gehalten. Dann
wieder ein positives Feedback. Vielen Dank für die transparenten Informationen. Da können sich deutsche Unis ein Beispiel nehmen. Ich zitiere hier nur, gehört man zur EU-Quote, auch wenn man einen Nicht-EU-Pass hat, aber seine Matura in einem EU-Land gemacht hat? Das können wir beantworten, Stefan. Ist die Frage verstanden? Ja, Moment. Okay, ja, kein Problem. Ich muss das jetzt halber noch nachprüfen, damit ich keine falsche Ausgabe gebe. Das heißt, wenn man einen EU-Pass hat, wenn man keinen EU-Pass hat, aber Matura in einem EU-Land, gehört man dann zu EU? Ja, nein. Moment. Ja. Okay. Das heißt, bei der EU-Quote ist der Ablageort der Matura nicht relevant, da zählt die Staatsbürgerschaft. Das heißt, man würde dann. Ja, außer Österreich, aber sonst würde man als Nicht-EU-Staatsbürger trotz Matura in einem EU-Land, außer als Österreich, in die 5%-Quote für Nicht-EU-Bürger zählen. Müssen Bewerber aus anderen Bundesländern ein Covid-19 ausweisen? Also gemeint ist wohl ein negativer PCR-Test. Nein, innerhalb Österreichs gibt es zwischenzeitlich wieder Bewegungsfreiheit und das musste man auch in der Vergangenheit nicht. Wie genau funktioniert das System mit den Kontingenten? Also hier gibt es keine Änderung zu bisher. Es ist festgelegt, dass mindestens 75% der Plätze für Inhaber von österreichischen Reifezeugnissen oder Gleichgestellten reserviert sind. Dass 5% für Nicht-EU-Staatsbürger, mindestens 95% für EU-Staatsbürger und dann weitere bis zu 5% für Drittstaatsangehörige. Also es gibt hier keinerlei Änderung. Zählen die Aufgenommenen, die sich beurlauben lassen, zu den 240 dazu? Ja, weil sie ja zunächst aufgenommen werden und dann gibt es keine Nachrücker für die Beurlaubten. Wenn der Test am 14. noch nicht stattfinden kann, gibt es also keinen Ersatztermin im September und es greift die Lösung, also die sonstige Auswahllösung, Stefan. Also die Alternativlösung, wenn der Termin am 14.8. nicht passieren kann, ist wie gesagt noch in Abstimmung zwischen den Universitäten und dem Wissenschaftsministerium. Also wen wieder erwarten, nicht der 14.8., dann muss auch das noch geklärt werden. Werden sich die Quoten für Österreicher, EU, Nicht-EU aufgrund der erschwerten Einreisemöglichkeiten ändern? Nein, es gibt keine Änderung an den Quoten. Dann bitte wiederholen, bei Einreise aus USA muss man in Quarantäne für den Test? Hängt davon ab, was dann zu diesem Zeitpunkt gültig ist. Momentan würde, so wie ich jetzt die Auskunfts- und Rechtsabteilung interpretiere, Einreise direkt aus den USA, was momentan, glaube ich, aufgrund des Flugverkehrs sowieso keine Variante ist, müssten, soweit ich es jetzt richtig sehe, in 14-tägige Heimquarantäne, außer ein molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 ist negativ. Also es gilt das Gleiche, wenn man aus Amerika irgendwie auf den Wiener Flughafen kommt, dann sollte man dort den PCR-Test machen. Ja. Herr Koch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, dass die Ergebnisse des PCR-Tests auf das Coronavirus nicht abgefragt werden. Da stellt sich mir die Frage, ob lediglich ein schriftlicher Nachweis des Arztes, dass der Test durchgeführt worden ist, genügt. Verstehe ich das richtig? Also wie gesagt, es geht hier bei einer Testvorlage rein um die Einreise nach Österreich. Wir als Johannes Kepler-Universität verlangen kein entsprechendes Attest oder Testung. Insofern ist das eine Frage, die bei der Einreise zu bewerten. Aber natürlich, bei der Einreise funktioniert die Einreise ohne Quarantäne nur, wenn der PCR-Test negativ ist. Also das ist nicht ein Alibi, dieser Test, sondern es wird dann natürlich von den Einreisebehörden auf das Testergebnis geschaut. Dann ein Dank für die Information. Was ist, wenn man aufgrund gesundheitlicher Gründe den Mundschutz nicht so lange tragen kann? Also während der Prüfung ist es laut Vorgang des Wissenschaftsministeriums nicht notwendig, die ganze Zeit den Mundschutz zu tragen. Insofern sollte das eigentlich
kein Thema sein. Dann eine sophistische Frage, falls bezüglich der Reisebeschränkungen nur Österreicher teilnehmen könnten, würde die Quote auf 100% gesteigert werden oder nur 180 Studenten beginnen? Also ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber dann würde es wahrscheinlich so sein, dass die besten 240 aus dem verbleibenden Kontingent, das heißt in dem Fall Österreicher, aufgenommen werden. Das heißt, dann würden wahrscheinlich die 240 besten Österreicher aufgenommen. So ist es. Die Maturanten tragen während der Prüfung auch keinen Mundschutz. Wäre es nicht schwer für die Teilnehmer, so lange einen Mundschutz zu tragen, wenn man eh schon einen Einzelplatz hat? Also die Frage, reicht nicht, dass der Mundschutz nur bis zum Erreichen des Einzelplatzes getragen wird? Ja, also ist momentan vorgesehen, dass während der Prüfung ein Mundschutz nicht zwingend vorgeschrieben ist. Also die detaillierte Abwicklung wird noch festgelegt. Da sind wir auch in permanenter Abstimmung mit dem Wissenschaftsministerium. Fix ist, dass bis man den Platz erreicht, jedenfalls ein Mundschutz zu tragen ist. Dann ist es durchaus möglich, dass wie bei der Matura der Mundschutz abgenommen werden kann. Aber bitte, da werden wir auch noch auf die gegebenen Verhältnisse reagieren und das werden wir noch rechtzeitig informieren. Danke für diese Konferenz. Danke für die Mühe und die Informationen. Und wieder der Hinweis, dass das anderswo nicht selbstverständlich ist. Dann die nächste Frage: Können schon jetzt Buchungen für die Anreise am 14. August vorgenommen werden oder sollte man noch abwarten, ob dieser Termin fix ist? Stefan? Also ich denke, dass wahrscheinlich es noch kein Problem sein wird, wenn man noch ein bisschen abwartet. Ich denke, so voll wird die Beherbergungsbetriebe, wenn das notwendig ist, auch nicht sein zu dem Zeitpunkt. Geht also davon zum Teil um öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Also ich glaube, dass man noch ein bisschen abwarten kann, da, wie schon gesagt, unser Bestreben sowieso ist, diesen Termin möglichst schnell dann auch wirklich fix zu stellen, sodass dann noch genug Zeit für Buchungen sein sollte. Dann Dank für die Konferenz, das ist ja, also für diese jetzige Konferenz, das ist ja informativer. Vielen Dank für dieses Feedback. Dann kann ich mir die gesamte Präsentation, also diese Konferenz, absehen, weil da zum Teil Dinge versäumt wurden. Die gesamte Videokonferenz, die Sie gerade live erleben, wird dann als Video on Demand auf der Homepage der Medizinischen Fakultät beliebig oft wieder einsehbar sein. Also keine Sorge, wenn Sie wo etwas akustisch oder sonst nicht verstanden haben. Und auch alle, die heute keine Zeit hatten, können sich diesen Livestream dann als Video on Demand jederzeit herunterladen. Falls ich eine internationale Vorbildung habe, Drittstaatenangehörig und habe schon am Antrag auf Zulassung gestellt, normalerweise bis 30. April, aber es fehlen einige Unterlagen in meinem Antrag, kann ich während der Zulassungsfristen noch diese nachreichen? Also grundsätzlich müssen die Unterlagen erst mit der Zulassungsfrist, das heißt in dem Fall im September, vollständig eingereicht sein. Dann Frage, welches Testergebnis, nämlich Prozent, führte letztes Jahr zur Aufnahme? Wissen wir das? Wollen wir es wissen, bitte mitteilen. Das haben wir jetzt nicht parat, muss ich sagen. Es hängt auch ein bisschen von den Kontingenten ab. Also okay, kann vielleicht können wir das auf der Homepage irgendwie nachliefern. Beginnen in Linz 240 Bewerber oder werden die 240 auf Linz und Graz verteilt? Die werden verteilt. Das heißt, 120 beginnen im kommenden Winter in Linz und ebenso 120 beginnen im kommenden Winter in Graz. Und diese beiden Kohorten werden dann im fünften Semester zusammengeführt in Linz. Könnte man statt dem klassischen Mundschutz auch so ein Schild verwenden, also diese Plexiglas-Schilder, die man trägt? Also der Verordnungsentwurf spricht momentan vom Tragen einer den Mund- und Nasenbereich gut abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung, wobei die Abnahme während des Prüfungsvorgangs zulässig ist. Also man müsste dann noch einmal schauen, aber momentan würde das eher in Richtung eines klassischen Mundschutzes formuliert sein. Mund-Nasenschutz ist aber auch das, können wir noch klären, ob das nicht ausreichend sein sollte. Was sind die Kontingente, bitte? Vielleicht kann man noch einmal diese Quotenregelung erklären, Stefan. Ich schaue sie jetzt aber noch einmal ganz genau in unserer Verordnung nach, damit ich das auch ganz genau richtig reproduziere. Wo ist es denn jetzt?
Es sind von den 240 Plätzen mindestens 95% für EU-Bürgerinnen und ihnen im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellten Personen, sowie mindestens 75% auf Inhaberinnen in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse. Das heißt, mindestens 75% Inhaberin von Österreich ausgestellter Reifezeugnisse und mindestens 95% EU-Bürgerinnen bzw. diesen gleichgestellte Personen. Zum Verständnis für die Zuseherinnen und Zuseher, das ist ein seit, also hinter dieser Regelung steht ein seit vielen Jahren geltender Kompromiss zwischen der österreichischen Bundesregierung und der EU-Kommission, weil es ja darum geht, inwiefern einerseits eine Freizügigkeit auch im Bereich der Ausbildung in der EU umgesetzt wird, also gleiche Chancen für alle EU-Bürgerinnen und Bürger in einem Land und andererseits viele Länder ja auch Zugangsbeschränkungen haben, etwa Deutschland mit dem Numerus Clausus und daher schon eine bestimmte Präferenz besteht, dass eine ausreichende Zahl des Staates, wo sich die Universität befindet, ein solches Studium durchführen können. Und zwischen diesen beiden Interessen gibt es eben einen Kompromiss, der durch diese Quote gelöst ist, bis auf Weiteres. Das ist geklärt. Dann ein Hinweis, bitte einfach die Konferenz on demand ansehen, damit nicht alles dreimal erklärt werden muss. Wenn man in Graz beginnt, was ist dann anders? Ich glaube, das kann Kollege Fellner am besten beantworten. Nun, es ist so, es ist wie immer, alle Wege führen nach Rom, in diesem Fall nach Linz. Natürlich ist das Curriculum in Graz in den ersten beiden Jahren nicht völlig identisch mit dem in Linz, aber das wissen wir ja von Anfang an, weil wir das alles so geplant haben unter dieser Prämisse. Ein bisschen lauter, bitte. Und die entsprechenden Inhalte sicher bekommen sind. Prozent innerhalb der 95? Nein, von der Gesamt von 100%. Ja. Sind es 1800 Testanmeldungen in Linz und Graz oder nur in Linz? Nur in Linz? Es sind 1800 Anmeldungen genau für diese 240 Plätze, die für das gemeinsam eingerichtete Studium zur Verfügung stehen. Auf der Internetseite und so weiter steht, dass 240 Plätze in Linz gegeben werden und 336 in Graz. Warum hat sich das geändert? Das hat sich nicht geändert. Das gilt so nur, dass bei den 240 Plätzen in Linz, wo man Studentin der Linzer Universität ist, die ersten vier Semester in Graz absolviert werden. Das heißt, es gibt 240 Plätze an der JKU, davon beginnen 120 in Graz und daneben gibt es völlig autonom 336 Plätze in Graz. Meine letzte Maturaprüfung ist am 19.09. Falls ich einen Platz bekomme, darf ich das Zeugnis nachbringen, haben wir beantwortet. Kann man aufgrund sehr guter Schulnoten über ein außerordentliches Studium neben der Schule zu studieren bekommen? Antwort: Nein. Dann Dank für die Konferenz. Dank für die Konferenz. Dank für die Konferenz. Bitte weiter. Danke. So, bei mir blockiert die Technik gerade wieder. Kann es irgendwo nachgelesen werden, wie viele Testteilnehmer es wo gibt? Diese Antwort können wir auf der Homepage beantworten. Ein Hinweis an mein Team, bitte die Presseaussendung der medizinischen Universitäten zu dieser Videokonferenz online stellen. Da sieht man genau, wie die Teilnehmerinnenverhältnisse pro Universität sind. Das ist die gestrige Presseaussendung, die werden wir online stellen, da kann man das nachlesen. Kann der Test auf Englisch gemacht werden? Nein. Dank für die Information. So. Ich scheitere jetzt wieder. Stefan, kannst du
Na, ich glaube, wir sind am Ende der Fragen. Also es gibt noch einmal Dank für das ausführliche Beantworten der Fragen und die Bemühungen, so viel Sicherheit wie möglich zu geben. Aber ich sehe dann auch, also ich kann auch nicht weiter nach unten scrollen. Okay. Ich glaube, das ist das Ende des Chatbots. Liebe Bewerberinnen und Bewerber, vielen Dank für Ihr positives Feedback. Vielen Dank auch für Ihr großes Interesse und die zahlreichen Fragen, die bestätigen, dass es sinnvoll ist, dass man in einen solchen direkten Dialog tritt. Bitte verfolgen Sie die Informationen auf unserer Homepage. Verfolgen Sie auch individuell adressierte Informationen über Mail und sollte sich ein besonderer Bedarf abzeichnen, werden wir auch so eine Videokonferenz sehr, sehr gerne wiederholen. Am Schluss noch einmal vielen Dank, dass Sie in Linz studieren wollen. Vielen Dank, dass Sie die Mühen eines solchen Tests auf sich nehmen wollen. Ich spreche diesen Dank namens des Vizerektors für Lehre und Studierende und namens der gesamten medizinischen Fakultät auf. Damit wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.